Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute zu leckeren, feinen Rosenkeksen. An Zutaten brauchen wir, wie der Name schon vermuten lässt, Rosenblütenblätter und außerdem noch unseren selbstgemachten Rosenzucker. Wie man den selbst herstellt, habe ich euch in einem anderen Video gezeigt, verlinke ich euch in der Infobox und am Ende des Videos auf der Endcard. Außerdem brauchen wir noch weiche Butter, ein Ei, eine Prise Salz, Mehl und etwas Backpulver. Und für einen etwas intensiveren Rosengeschmack auch etwas Rosenwasser. Für die Deko am Schluss habe ich mir es etwas einfach gemacht und die fertige Joghurtglasur von Dr. Oetker genommen. Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach weiße Schokolade verwenden. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer auf meinem Blog lieblingsgeschmack.de. Zunächst brauchen wir die Rosenblütenblätter. Die müssen wir nämlich erst einmal trocknen. Die Rosenblüten werden von dem Rosenkopf entfernt und unter klarem Wasser einfach kurz abgespült, danach mit einem Geschirrtuch abgetrocknet. Die Rosenblütenblätter kommen dann auf ein Backblech und werden bei ca. 60 bis 80 Grad bei leicht geöffneter Backofentür getrocknet. Ein paar davon heben wir allerdings auf, die kommen nämlich nachher frisch in den Teig. Wer sich die Mühe nicht machen möchte, die Rosenblätter selbst zu trocknen, kann natürlich auch schon fertig gekaufte nehmen. Die frischen Rosenblätter, die werden jetzt hier fein gehackt. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit getrockneten Rosenblättern machen. Nun wird der Teig angerührt. In eine große Schüssel kommt die weiche Butter zusammen mit dem Salz und dem selbstgemachten Rosenzucker und wird möglichst hellschaumig aufgeschlagen. Das kann ein paar Minuten dauern. Je nachdem, wie grob euer Rosenzucker ist, dauert es auch, bis der Zucker sich später gelöst hat. Danach kommt das Ei dazu und wird ebenfalls eingerührt. Verrührt das Ganze so lange, bis der Zucker sich auch wirklich komplett gelöst hat. Je nachdem, wie stark eure Kekse nach Rosen schmecken sollen, gebt ihr etwas mehr oder weniger Rosenwasser dazu. Und auch die gehackten Blütenblätter kommen mit dazu. Löffelweise kommen dann auch die trockenen Zutaten dazu, also Mehl und Backpulver, so lange bis der Teig so kräftig geworden ist, dass man ihn mit den Händen weiterkneten kann. Das restliche Mehl wird dann einfach so lange untergeknetet, bis ein schöner, geschmeidiger Teig entsteht. Habt ihr denn schon mal mit Rosen gekocht oder gebacken? Wenn ja, schreibt unten gerne mal, was ihr daraus Schönes gezaubert habt. Der fertige Teig wird dann in eine Frischhaltefolie gewickelt und für gut eine Stunde in den Kühlschrank zum Ruhen gelegt. Die ganze Küche duftet wunderbar nach Rosen, es ist einfach herrlich. Wie ihr seht, sind die Rosenblütenblätter hier schon wunderbar getrocknet. Wer möchte, kann das natürlich auch schon ein, zwei Tage vorher vorbereiten. Die sind nun so trocken, dass man sie ganz einfach mit den Händen fein zerbröseln kann. Für die Deko auf den Keksen werden wir jetzt die Rosenblütenblätter, die wir getrocknet haben, fein zerbröseln und mit dem selbstgemachten Rosenzucker vermischen. Denn das wird jetzt gleich die Streudeko. Nachdem der Teig nun schön gekühlt ist, ist er auch etwas fester und kann auf einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausgerollt werden. Mit ganz einfachen Plätzchenausstechern könnt ihr nun lauter Plätzchen aus dem Teig ausstechen. Passend zum Muttertag habe ich mich hier jetzt für ein Blumen- und Herzmuster entschieden. Der restliche Teig wird dann wieder zusammengeknetet und neu ausgerollt, so lange bis der komplette Teig verbraucht ist. Die ausgestochenen Formen gebt ihr dann auf ein Backblech mit Backpapier und so kommen sie bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 10 bis 12 Minuten in den Backofen. Achtet einfach darauf, dass sie euch nicht zu dunkel backen. Danach lasst ihr sie für 1-2 Minuten auf dem Blech noch auskühlen, damit sie schön stabil werden und dann könnt ihr sie einfach auf ein Abkühlgitter geben und dort vollständig auskühlen lassen. In der Zwischenzeit kann die Glasur schon mal geschmolzen werden, am besten klappt das in einem Wasserbad. Das gleiche gilt im Übrigen auch für die weiße Schokolade, wenn ihr euch für diese Variante entscheidet. Einfach einen Topf mit heißem Wasser füllen, den Beutel hineinstellen oder die Schüssel mit der gehackten weißen Schokolade und immer wieder mal umrühren, bis alles geschmolzen ist.
Die fertig ausgekühlten Plätzchen werden jetzt dekoriert. Dazu taucht ihr sie etwa bis zur Hälfte in die Glasur oder weiße Schokolade, lasst sie etwas abtropfen und legt sie auf ein Backpapier. Danach könnt ihr die Deko darüber streuen. In diesem Fall die getrockneten Rosenblüten mit dem selbstgemachten Rosenzucker. Jetzt muss die Glasur einfach nur noch fest werden und fertig sind die super süßen Rosenplätzchen. Hübsch verpackt ist es ein super Muttertags- oder Valentinstagsgeschenk. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Schreibt mir eure Kommentare gerne hier unter das Video. Ich freue mich drauf und natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss! Ach so, und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt.